Hallo und willkommen bei den Spiele-Dinos mit Angelo und Melanie. Heute stellen wir euch Nemeton vor. Das ist ein Spiel, das auf der Messe, auf das Spiel 2018 rausgekommen ist, von dem Autor Johann Favazzo. Und bei Blam ist das Ganze erschienen. Es ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen und worum es geht, erzählt euch Melli kurz. Genau, in Nemeton wurde ein Wald vergiftet oder verflucht vielmehr. Und wir als tapfere Druiden versuchen, diesen Wald nun zu retten, indem wir Tiere anlocken, Tränke brauen und wie das genau funktioniert, erzähle ich euch nun in den Regeln. Ich zeige euch nun ein Setup für eine Runde Nemeton. Bei dem Setup ist es egal, ob ihr zu zweit, zu dritt oder zu viert spielt. Das Einzige, was sich ändert, ist im eigenen Bereich, dazu sage ich aber nachher mehr. Nehmt die 2 Waldblättchen, legt sie in die Tischmitte und fügt sie irgendwie zusammen. Dann stellt ihr auf dieses Blättchen mit dieser Symbolik noch einen Baum. Nun legt ihr noch das Zieltableau für alle erreichbar gut auf den Tisch. Zieht aus dem Beutel zufällige Tiere und legt diese entsprechend hier auf diese Felder. Dann nehmt ihr von jedem Blütenblatt 2, außer von den lilanen, dann nehmt ihr 3, mischt diese gut durch und legt auf jede Zielbedingung 1 zufällig drauf. Mischt nun noch die Zaubertränke, legt 3 neben den Zielplan, 2 oberhalb und den Rest verdeckt als Nachziehstapel bereit. Außerdem legt ihr noch die Quelle, Felsen und Baumplättchen bereit und die entsprechenden Figuren dazu. Dann mischt ihr noch diese Driskel-Tokens und legt sie verdeckt nebenan. Dann legt ihr noch diese ganzen Blätter bereit und schon kann es fast losgehen. Jetzt bekommt noch jeder Spieler ein eigenes Tableau mit einer Eule drauf. Dann noch eine entsprechende Spielfigur passend zu dem Tableau. In diesem Fall ist es weiß und die weiße Tokens. Außerdem habt ihr hier noch 2 extra Blättchen für Bewegung, einen Schritt weiter zu machen und einmal die Richtung zu ändern. Außerdem bekommt ihr hier noch eine kleine Übersicht. Was die genau macht, sage ich euch nachher. Jeder Spieler bekommt noch ein Waldblättchenstapel, insgesamt aus 8 Teilen bestehend. Man kann sich hier durch diese Symbole auch gut unterscheiden. Mischt diese gut durch und legt sie mit der Mondseite neben euer Tableau. Bei den Startblättchen gibt es jetzt noch eine kleine Änderung und zwar abhängig von der Spieleranzahl. Wenn ihr zu viert spielt, bleiben diese Blättchen mit diesen Ausrufezeichen drin, ansonsten kommen sie weg. Nun mischt ihr diesen Stab ebenfalls durch und gebt, wenn ihr zu dritt spielt, jedem Spieler noch 2 Blättchen oben auf den Stapel. Wenn ihr zu zweit spielt, jeweils 3 oben auf seinen Stapel drauf. Eine Runde Nemeton geht genau so lange, wie groß euer Waldblättchenstapel ist. Dabei versuchen wir durch geschicktes Puzzeln der Blättchen unseren Wald zu vergrößern. Nemeton läuft pro Blättchen immer in einer 4-Phasen-Runde ab. Und zwar haben wir die Nachtphase, die Sonnenaufgangsphase, die Tagsphase und die Sonnenuntergangsphase. Wie dies nun abläuft, sage ich euch jetzt. Der Spieler, der nun jetzt an der Reihe ist, beginnt natürlich mit der Nachtphase. In der Nachtphase legt er einfach sein Blättchen mit dem Mond nach oben irgendwo an das Waldgebiet an. Je nachdem, wo er das Blättchen legt, wachsen nun oder sprossen nun neue Pflanzen heraus. Und zwar entsprechend von seinem Blättchen, das er gelegt hat, hier die Wiese bis zu den nächsten Wiesenfeldern. Nachdem ihr euer Blättchen nun gelegt habt, sprießen die Pflanzen. Das heißt, in diesem Fall kommt hier nun eine grüne Pflanze und hier eine blaue Pflanze. In dieser Richtung wächst leider nichts. Hier ist zwar eine Wiese, aber keine Pflanze abgebildet. Es wächst immer nur in gerader Linie und immer nur bis zur ersten Wiese. Angenommen, hier würde jetzt noch eine andere Wiese liegen, würde es hier enden. Würde diese Wiese stattdessen hier liegen, würde hier nichts wachsen, weil hierzu keine gerade Linie besteht. In der Nachtphase sprießen ja immer neue Pflanzen.
Dabei ist aber zu beachten, dass wenn hier jetzt ein Blättchen gelegt wird, würde es ja immer bis zu dem nächsten Wasserfeld sprießen. Das heißt hier und hier. Hier wächst jedoch nichts, da hier schon ein Druide steht. Auch wächst nichts, wenn hier schon ein Blatt liegt. Würde es aber nun hier wachsen, habt ihr euch sicher gefragt, was dieses Symbol hier bedeutet. Hier würde einfach ein grünes Teil wachsen und hier darf sich derjenige, wo das Blättchen anlegt, natürlich entscheiden, was hier wächst. Ich entscheide mich jetzt nun einfach mal für ein lilanes. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass die lilanen nirgendwo auftauchen. Die lilanen sind besondere Blätter. Angenommen, ich laufe hier hin, nehme dieses lilane und das lilane erlaubt mir, mich zu einem Vogel zu verwandeln. Das heißt, ich esse es, es kommt zurück in den Vorrat und ich fliege jetzt irgendwo im Wald zu einem Baum. Momentan haben wir nur diesen Baum, dann fliege ich hier hin und darf nun meine zweite Bewegung fortsetzen. Das heißt, ich laufe jetzt einfach mal hier hin. Zu Beginn unserer Sonnenaufgangsphase drehen wir das platzierte Blättchen um. Und da das natürlich jetzt unser erster Zug in Nemeton ist, setzen wir unseren Druiden hier auf dieses Feld. Dann schauen wir eventuell, ob diese Blättchen eine extra Symbolik noch drauf hat. Hätte nun unser Blättchen eins dieser Sondersymbole drauf gehabt, hätten wir natürlich das noch extra platziert. Angenommen, statt diesem hier hätte ich nun einfach dieses Blättchen gezogen und gelegt, dann bedeutet es, dass hier nun angrenzend sofort eine Quelle angebaut wird. Nehmt euch ein Sonderblättchen, eine Quelle und ein Triskel-Token und legt nun das Blättchen angrenzend zu diesem. Und zwar müsst ihr darauf achten, dass dieses immer zu zwei Blättchen angrenzend gelegt wird. Also entweder hier oder hier. Ich lege es einfach mal hier hin. Dreht es um, setzt die Quelle darauf und dieses Triskel-Token. In der Tagphase bewegt nun der aktive Spieler seinen Druiden. Und zwar in einer geraden Linie bis zu zwei Felder weit. In meinem Beispiel laufe ich einfach 1, 2 und darf nun diese Blättchen hier einsammeln und in meinen Beutel stecken. Immer wenn ein Druide eines Gegenspielers auf ein Feld mit einem anderen Druiden trifft, kann dieser einen Tausch verlangen. Dafür verlangt er eins meiner Blättern aus dem Vorrat, jedoch nicht das vorderste. Das vorderste ist durch ein Efeu vergiftet und dadurch geschützt. Er tauscht also, verlangt nun dieses grüne Blatt von mir, muss mir aber im Gegenzug ein Blatt von sich geben. Jederzeit in meinem Zug darf ich natürlich diese Blätter anordnen, wie ich möchte. Somit ist immer die vorderste Position für einen Tausch geschützt. In der Tagphase kann ich natürlich noch meine zwei Sonderblättchen einsetzen. Dieses hier erlaubt mir einfach, einen Schritt weiter zu gehen. In diesem Fall wäre es nicht möglich, da hier kein Blättchen mehr liegt. Wenn ihr eins dieser Blättchen benutzt, dreht es einfach um auf die inaktive Seite. Dieses hier erlaubt mir einfach, von meinem geraden Weg abzukommen. Das heißt, wenn ich dieses einsetze, darf ich zum Beispiel zwei oder ein Feld nach vorne laufen und dann noch abbiegen. Ihr könnt diese beiden Blättchen auch kombiniert einsetzen. Immer wenn ihr auf einem Spezialfeld während der Tagphase stehen bleibt, könnt ihr extra Aktionen ausführen. Wenn ich auf ein Spezialfeld mit dieser Quelle komme, darf ich mich entscheiden, diesen Token zu nehmen. Dieser ist am Ende zwei Siegpunkte wert oder eins meiner Blättchen zu resetten. Dies darf ich aber auch wirklich nur tun, wenn ich die Quelle nutze. Was macht nun die Quelle genau? Wie ihr seht, haben wir hier unten Tiere. Die versuchen wir an der Quelle anzulocken. Hierfür müssen wir entsprechend diese Blätter abgeben. Hier ein blaues und ein gelbes und dürfen diese Tiere nehmen und auf unseren Tableau setzen. Wenn ich mich an einer Quelle entscheide, Tiere anzulocken, muss ich natürlich beide Tiere nehmen. Entweder die von rechts oder von links. Dazu muss ich entsprechend die Kosten bezahlen und nehme diese auf mein Tableau.
Nun erkläre ich euch kurz, was die einzelnen Tiere genau machen. Eine Eule hat jeder zu Beginn. Ihr dürft pro Runde nur ein Tier aktivieren. Dazu dreht ihr es einfach um auf die hell hinterlegte Seite. Bei der Eule ist euer Waldblättchen irgendein Gebiet, das ihr euch wünscht. Das Wildschwein lässt auf irgendeinem Feld nochmals diese Pflanze sprießen, die auf dem Blättchen angegeben ist. Dies geht auch, wenn hier schon eine Figur oder ein anderes Blättchen liegt. Der Hirsch erlaubt euch ausnahmsweise auch aus der oberen Reihe der Tiere diese zu nehmen oder die Zaubertränke, die erkläre ich euch gleich mit dem Stein, da dürft ihr auch die obere nehmen. Bei der Schlange dürft ihr eins eurer Blätter mit einem Blatt aus dem Vorrat tauschen. Der Lachs erlaubt euch, euch über den Fluss oder durch den Fluss zu bewegen. Wenn ihr diesen aktiviert, hüpft ihr einfach in den Fluss rein, schwimmt den Fluss entlang und am Ende des Flusses müsst ihr auf ein angrenzendes Feld raushüpfen. Ich hüpfe hierhin. Immer wenn ihr eine Quelle oder einen Felsen genutzt habt, legt ihr euren Token dazu. Diese sind wichtig nachher für diese Ziele. Wenn ihr in der Tagphase an einen Baum herantretet, dürft ihr zwei eure Blätter gegen ein beliebiges tauschen. Oder ihr dürft euch einen Trank aus der Auslage, aber nur diese drei, sichern. Das heißt, ihr nehmt den Trank und legt diesen neben euer Tableau. Doch vorsichtig mit gesicherten Tränken, denn jeder nicht gebraute Trank in eurem Vorrat ist am Spielende minus 2 Punkte. Wenn ich in der Tagphase an einen Felsen herantrete, darf ich nun Tränke brauen. Und zwar entweder ein aus der Auslage, diesen an der Seite. Wenn ich einen Hirsch einsetze, darf ich auch die oberen erfüllen. Und oder auch noch einen extra gesicherten Trank. Einen Trank braut ihr einfach, indem ihr die entsprechenden Blätter abgebt, in den Vorrat zurücklegt, euch den Trank nehmt und ihr die Punkte am Spielende bekommt. Nach der Tagphase kommt natürlich der Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang ist sozusagen eine Aufräumphase. Hier werden eventuell Tiere, die genommen werden, ich mache es einfach mal so, die sind genommen worden, diese rutschen jetzt hier runter und ihr zieht zwei neue Tiere aus dem Beutel, legt sie hier hin. Wenn Getränke oder Tränke gebraut wurden, zum Beispiel dieser hier wäre weg, rutschen die Tränke entsprechend hier runter, dieses ums Eck, und ihr deckt einen neuen Trank auf. Zuletzt schaut ihr, ob ihr irgendwelche Ziele erreicht habt. Wenn ihr das getan habt, legt ihr einen Marker hier oben drauf und wenn möglich, nehmt ihr euch dieses Blatt und legt es in euren Beutel. Pro Runde dürft ihr natürlich immer nur ein Ziel erreichen. Die Ziele sind gestaffelt nach Punkten. Die unteren geben einen Punkt, zwei, drei oder vier Punkte. Die Gegenspieler können natürlich diese Ziele auch noch erreichen, dafür bekommen sie einfach nicht diesen Bonus. Vergesst am Spielende natürlich nicht eure eingelockten Ziele, denn diese sind entsprechend Siegpunkte wert. Wenn der letzte Spieler sein Waldblättchen verbaut und seine Aktion durchgeführt hat, kommt es natürlich zu einer Punktewertung. Dazu schaut ihr, wie viel ihr von diesen Token habt. Für jedes Token bekommt ihr zwei Siegpunkte. Dann zählt ihr eure Siegpunkte auf den Tränken. Denkt daran, jeder reservierte Trank, den ihr nicht gebraut habt, gibt minus zwei Siegpunkte. Jedes erreichte Ziel gibt natürlich entsprechend Siegpunkte und dann geht es noch zu den Tieren. Hier gibt es eine Set Collection, wie ihr hier seht. In meinem Fall hätte ich jetzt drei Tiere, das heißt, ich bekomme vier Punkte und zweimal eine einzelne Eule, das heißt, ich bekomme jeweils noch zweimal einen Siegpunkt. Gewinner einer Runde Nemeton ist natürlich derjenige, der die meisten Siegpunkte erreicht hat. Bei einem Gleichstand gewinnt derjenige, der die meisten Blätter noch in seinen Beuteln hat. Wenn es hier immer noch einen Gleichstand gibt, dann müsst ihr es einfach nochmal spielen. Ihr habt gesehen, Nemeton sieht eigentlich super schön aus, wie so ein nettes Familienspiel, aber das ist es definitiv nicht. Es hat es wirklich in sich. Es ist ein richtiger Brainburner. Da kann man sich richtig reingrübeln, weil man halt jeden Zug
planen muss. Lasst euch von der Optik echt nicht irgendwie auf die falsche Fährte locken. Es ist echt kein Familienspiel. Es ist ein richtig, richtig harte Kopfnuss. Wir versuchen ja, diese Plättchen anzulegen. Und da fängt es dann in den zweiten, dritten Runden ja schon an, tricky zu werden. In der ersten Runde, da passiert nicht viel. Da ist relativ wenig da. Aber umso größer das Spielfeld ist, umso mehr muss man natürlich schauen, sind Plätze belegt? Wo blühen welche Blätter? Wo stehe ich denn momentan? Weil man hat ja auch nicht so viel Bewegungsfreiraum. Ja, man ist begrenzt mit 2 bis maximal 3 Bewegungen pro Tagphase. Ja, man kann natürlich diese lila Blättchen noch einsetzen, um sich, sag ich mal, weiter zu bewegen, aber man hat trotzdem nur 3 Schritte zu tun. Oder auch der Fisch macht es schon nochmals, man kann weitergehen, aber es ist und bleibt einfach knackig, das Spiel. Auf jeden Fall. Die Mechanik ist eigentlich relativ simpel. Das ist ein Plättchenlegespiel. Ja, es ist. Bei dem man aber seine Züge schwer vorausplanen sollte und muss, weil sonst spielt man nicht besonders effektiv. Weil dann läuft man einfach zu weit und kann nachher in gerader Linie nicht zurück auf den Stein, um sich einen Trank zu brauen oder sowas. Und das macht's aus. Man sollte schauen, dass man geradlinig baut, was jetzt zum Beispiel diese Quellen, Felsen und Bäume angeht. Dass man die wirklich ein bisschen taktisch aneinander baut. Wir haben jetzt schon einige Partien hinter uns und wir haben es jetzt mit Freunden gespielt und da habe ich auch schon hingewiesen, schaut, dass ihr taktischer baut. Es ist wirklich knackig. Ja. Genau. Der Hauptclou, um gute Sachen zu machen, ist eigentlich so ein bisschen die Bewegung, weil ich habe eigentlich ja nur 2 Bewegungen, aber dadurch, dass ich mit dem Fisch in den Fluss kann und irgendwo anders rauskomme und dann quasi immer eine Gratisbewegung kriege oder auch mit diesen lila Blättern, die mir dann diesen Flug als Vogel zum Baum erlauben, kann ich halt weite Strecken überbrücken und auch nochmal die Richtung ändern, ohne dass ich ein Richtungsänderungsblättchen brauche. Es hat echt viel, viel Vorausplanung in sich. Es ist echt schön, aber auch schön schwer. Ja, also es ist wirklich eine harte Nuss für uns. Ja. Von der Komplexität würde ich sagen, schon Richtung Expertenspiel. Ja. Es ist null glückslastig. Es ist... Man kann halt viel vorausplanen und die Regeln sind dazu, das kommt halt auch noch dazu, die Regeln sind ein bisschen fummelig, die ersten 2, 3 Runden, weil es ist irgendwie so... Es fühlt sich nicht ganz rund an am Anfang. Also, wann mache ich was? Wie mache ich was? Dann sind die Regeln ein bisschen blöd geschrieben. Ich denke, das liegt von der Übersetzung aus dem Französischen ins Englisch. Genau, und dann wird das Englisch ins Deutsche für uns, sage ich mal. Ja. Wobei es sind auch gute Beispiele mit dabei. Durch die Beispiele wird es dann eigentlich einem auch klar. Das Material, muss ich sagen, ist wirklich toll. Es ist Holzmaterial. Macht Spaß mit diesen 3D-Objekten. Ja. Genau, man hat diese kleinen Pflanzenblättchen oder diese Sprossen. Man hat seinen Druiden, mit dem man läuft. Man hat diese Quellen, Felsen und Bäume, wo natürlich der Spielplan einfach ein bisschen aufpeppt. Das ist nicht alles so flach. Mhm. Und man weiß dann schon, das ist jetzt eine Quelle. Aha, man kann alles sehr gut erkennen. Auf jeden Fall. Genau. Wie gesagt, es ist wirklich eine harte Nuss vom Komplexitätsgrad. Es ist ein Expertenspiel, würde ich sagen. Kenner-Expertenspiel. Aber wenn man überlegt, dass die Quacksalbe von Quedlinburg quasi das Kennerspiel des Jahres ist und dann spielt man Nemeton, dann muss das eigentlich ein Expertenspiel sein. Definitiv. Ja. Uns hat es gut gefallen. Uns hat es sehr gut gefallen. Ziemlich, ja. Genau. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Am besten zu zweit, zu viert ist die Downtime ein bisschen hoch. Ja, ich finde auch zu zweit ist es am schönsten, am tollsten. Da hat man auch ein bisschen mehr die Möglichkeit zu planen oder vorauszuschauen, finde ich. Das macht es halt leichter. Zu dritt hatten wir es jetzt noch nicht auf dem Tisch, aber ich finde definitiv ist es zu zweit am besten. Ja. Auf jeden Fall. Das war unser Fazit. Ihr habt jetzt schon das neue Ampelsystem gesehen, das jetzt hier eingeblendet wird. Am Ende des Videos kommt nochmal die Übersicht mit allen positiven, negativen Punkten und der Gesamtwertung nochmal. Schaut es euch also an, dann wisst ihr, was wir genau mit diesem Video sagen wollten. Wenn es jetzt heute ein bisschen holprig war, dann liegt es vielleicht daran, dass wir uns erstmal an unsere Dino-Ampel gewöhnen müssen, weil die neu ist. Wir müssen ein bisschen anstrukturieren jetzt. Ja, den Weg erst dazu finden, wie wir das genau machen. Ansonsten, wie immer, gerne
Daumen hoch, lasst einen Kommentar da. Vielleicht kennt ihr ja Nemeton. Vielleicht habt ihr es irgendwie gesehen auf der Messe und wart euch jetzt nicht schlüssig, ob ihr es mitnehmen sollt oder nicht. Vielleicht hilft ja jetzt das Video dazu. Und ansonsten sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.